Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio mit der Version 01762 mit vielen, vielen Änderungen, die mich jetzt, nicht gerade unbedingt nerven, ankotzen oder sonstiges. Ich muss teilweise meine Fabrik wieder etwas umbauen. Es fängt erstens mal an, Thema, Raketentreibstoff, die brauchen jetzt Leichtöl. Ja? Also ohne Leichtöl kann ich keinen Raketentreibstoff mehr herstellen. Das ist, scheiße ist das. Okay, aber nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt hier die Geschichte umändern mit Raketentreibstoff. Es bleibt leider nichts anderes aus, als es jetzt zu tun. Dann das nächste ist, wir holen noch ein paar Sachen. Ich muss irgendwie das Zeug hier rüberbringen. Ich brauche noch ein paar Rohre, denn es hat sich nicht nur das geändert, sondern auch, jetzt muss ich mal nachschauen. Das passt alles. Hier passt auch alles, aber bei der Herstellung der blauen Fläschchen und hier, ja, die produzieren nichts. Warum? Weil denen jetzt auch noch Schwefel fehlt. Ja, also das heißt, mit der Version kam jetzt noch einiges hinzu, denn die benötigen jetzt auch Schwefel. Holy moly. So, aber dafür wurde aber die Brennstoffe hier, Festbrennstoffe, die wurden hier rausgenommen. Das bedeutet jetzt, ich benötige jetzt Schwefel. Ja, also das hier wird jetzt abgerissen, beziehungsweise wird abgerissen. Na, ich soll es auch richtig rumdrehen. So. Und dann muss ich jetzt mit Robotern hier das Schwefel hier reinbringen. Das sieht gut aus, dass hier einiges. Ja, der Strom schwankt jetzt schon wieder, warum auch immer. Die ganze Zeit war er sehr gut stabil gewesen. Ich weiß es nicht, was hier los ist. Also ich habe ja schon vorher ein paar Stunden gespielt und da war es mit dem Strom alles tippitoppi in Ordnung gewesen. Aber jetzt haut er wieder rum. So, okay, wir holen Schwefel. Und dasselbe machen wir mit dem hier auch. Da ich leider keine andere Möglichkeit habe für das Schwefel, muss ich das leider so machen. Die stellen mir einiges her, aber hier, Wasser hat sich etwas beruhigt. Alkangas, ja, lässt sich drüber streiten. Aber es ist nicht nur das, es hat sich auch hier ein bisschen was getan mit der Ölraffinerien. Hier läuft eigentlich alles gut. Aber unten läuft nicht so alles so, wie es sein soll. Wir haben ja in der letzten oder vorletzten Folge haben wir hier die Geschichte gemacht mit der Ölproduktion, denn die stellen jetzt nur noch Alkangas her. Also kein Leichtöl, Schweröl oder sonstiges. Das bedeutet, ich muss das Ganze jetzt hier wieder umbauen. Ja. Mit dem hier. Und muss das hier oben wieder abreißen. Denn es fehlt auch noch Wasser. Ja. Ich muss jetzt da schauen, wie ich jetzt hier an Wasser rankomme. Meine Wasserpumpen sind nicht gerade so das Wahre vom Wahren. Das heißt, ich muss auch hier die Geschichte, so leid es mir aber auch tut, hier um 1 versetzen nach oben. Ich weiß nicht. Ich ärgere mich jetzt eigentlich nicht darum, weil Factorio ist eigentlich dafür, jedes Mal umgebaut zu werden, ja. Also mich stört es jetzt eher weniger, die Geschichte. Oh, falsch. Aber auch ärgerlich will ich es auch nicht so bezweifeln oder sagen, ja.
Man muss halt damit leben, dass bei jedem Update ein paar Änderungen vorgenommen werden. Passiert. Aber naja, was soll's. So. Wir brauchen dann auch noch hier natürlich auch. Muss ich schauen, wie ich an Wasser rankomme. Strommäßig, ja, ist so ein Thema. Es hat sich schon mal einigermaßen beruhigt. Wie gesagt, es war die ganze Zeit ruhig gewesen. So. So, Wasser. Ups. Müssen wir noch machen. Ich wollte ja eigentlich... Habe ich Rohre als System mit eingebunden? Ja, habe ich eigentlich. Nee, habe ich nicht. Okay, dann machen wir das noch. Dann nehmen wir mal ein paar Rohre noch mit. Hier, 100 Stück sollten erstmal reichen. Und jetzt kommen hier die ganzen Roboter. So. Dann machen wir unten das fertig. Da muss ich irgendwie schauen, wie ich jetzt an Wasser rankomme. Weil Wasser, so ein kleines Problemchen. Denn oben die Ölraffinerie hatte auch nicht genügend Wasser gehabt. Ich denke mal, die hat jetzt dort auch was verändert. Es ist schwierig. So, wir holen das hier und das hier. Wir setzen den hier mit dem hier in Verbindung. Und der hier mit dem hier. So. Okay. Dann hätten wir das. Hier, Alkanga sieht gut aus bis jetzt, aber hier die ganzen Sachen... Ja, sie sind nicht voll. Okay. Ja. Das ist die Frage, wie komme ich jetzt an Wasser ran? Hier der Wassertank. Das ist nicht so das Wahre. Weil ich habe hier das Leichtöl, habe ich natürlich auch noch angesetzt, noch offscreen mit einer Schwerölfabrik oder beziehungsweise von Schweröl zu Leichtöl. Ja. Und ich denke, ich werde auf die grüne Energie gehen. Ja, sprich auf Solarenergie. Ich habe hier unten, habe ich ja Solarzellen, ich habe Akkumulatoren, habe ich unten alles liegen. Und werde dann dementsprechend auch eine Blaupause verwenden. Was wollte ich jetzt da tun? Genau. Wir brauchen noch eine Anforderungskiste, denn... Wie ich ja schon mal erwähnt habe... So, machen wir das hier. Die Festbrennstoffe... Keine Ahnung, wohin. Ich habe auch dementsprechend keine Lagerkisten. Yep, das war's. So, dann nehmen wir hier ein paar Stapelgreifarme, die mir das ganze Zeug hier reinbringen. Und dann ein paar Anforderungskisten. So. Und ihr bringt mir bitte jetzt Schwefel. 200 Stück. Ich wäre euch sehr dankbar. So, einmal mit Strom verbinden. Ja, und was mache ich jetzt mit dem hier? Keine Ahnung, denn ich brauche hier noch zwei Stück, sehe ich gerade. Und hier Stapelgreifarm hinzu. Okay. Und hier ein Strommast. So. Eigentlich könnte ich das hier abreißen. Das brauche ich definitiv nicht mehr. So, und dann müssten die hier eigentlich jetzt anfangen zu laufen. Außer er hier, der will nicht, wie es aussieht. Warum? Warum willst du nicht? Jetzt will er. Ah, doch irgendwie ein bisschen gehangen, wie es aussieht. Egal. So, wie fast das läuft wieder an mit dem blauen Flash hier.
Jetzt die Frage. Die Kisten waren ja leer gewesen. Ah, hier sind alle gerade da, okay. Ich habe einfach nur zu viel geforscht, wie es aussieht. So, egal. Wir reißen das hier ab. Ja. So, konnte ich mir schon denken. Ich muss oben eine kleine Kiste noch hinzusetzen. Wir machen es so. Yep. Ich füttere mich. Können wir das hier alles abreißen? So. Yep. Wieder voll. Ach, kommt schon. Für die paar Stück da noch. Eieieiei. Das war's. Okay. Gut, da kann ich unten die Sachen befüllen. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt noch schauen, wie ich dann gleich noch an... Was ist denn mit euch los? Achso, ihr habt ja nur eine Seite, stimmt ja. Ach, Denkfehler von mir. So, okay, ihr seid voll. Fertig. Gut. So, jetzt muss ich Wasser. Wasser ist jetzt das A und O. Ich weiß nicht woher. Ich denke mal, ich werde es da drüben holen. Wir bauen jetzt einmal ein paar Offshore-Pumpen. Wir bauen noch mehr. Und dann das hier. Offshore-Pumpen brauchen keinen Strom. Ich hoffe es mal, dass sie keinen Strom brauchen. Ist eigentlich auch irgendwie ja komisch. Andere Pumpen brauchen Strom, aber die Offshore-Pumpe nicht. So, die Roboter hier machen den Rest. Ja, da ist ausgerechnet hier ein beschissener Baum. Tut euren Job. Das reicht nicht. Ich glaub's nicht. Naja, gut. So, ein paar Röhrchen. Ah, die brauche. Ich brauche echt keinen Strom. Muss man nicht verstehen. Hättest du verstanden, wenn die irgendwann mit Strom noch befeuert wird? Ich soll nicht so laut sprechen, sonst machen die das wirklich noch. So, okay, dann hätten wir das mit Wasser befüllt. Ich überlege auch gerade noch eine Pumpe dran zu setzen. Wegen mit dem Transport, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, sieht ganz gut aus. So, okay, dann hätten wir noch das hier noch zu tun. Okay, einer muss aussetzen. Zwei müssen aussetzen. Schade eigentlich, schade. So, einmal, zweimal, dreimal. Gut. Okay. Alkangas läuft wieder. Na, es kommt noch die ganze Roboter da. Leichtöl läuft. Das hier kann ich dort reinsetzen. Jetzt überlege ich auch gerade, ob ich soll wirklich Alkangas als Dings holen. Ja.
Ah, Schweröl sieht ein bisschen mager aus. Leichtöl sieht gut aus. Alkangas. Wir produzieren 55 Alkangas. Okay. Das funktioniert. Da könnte ich ja dann auch noch mit Alkangas. Wenn es stabil bleibt. Wenn es stabil bleibt. Auch noch ein paar Chemielabore bauen. Also Chemiefabriken für Schwefel. Weil da könnte ich mich oben die eine Schwefelfabrik abreißen, weil wenn dort all was fehlt, dann ist Heiland eine Dose Bier. Ich denke mal, das werde ich auch tun. Wir nehmen uns den hier, setzen den ein bisschen hier rüber. Nehmen unser ein Rohr. Und setzen ihn dorthin, beziehungsweise mal schauen, wo ich am besten hinsetze. Okay. Wir müssen es so setzen. Ja, hier Wasser ist im Weg. Okay, ich brauche einen Abstand. Das war jetzt ein Denkfehler von mir. Wir benötigen einen Abstand. So. Okay, dann paar Rohre noch hinzubringen. So. Und das hier. Leichtöl, ja. Ja gut, okay, Alkangas sieht gut aus. Das kann man nutzen. Das kann man nutzen, ja. Dann setzen wir hier. Ich habe keine Stapelgreiferarme mehr. Dann hier noch ein paar Anbieterkisten. Na. Oh. So. Hier eine Kiste hin, da eine Kiste hin. Okay, ihr habt hier keinen Hangar in der Nähe. Ist sowas aber auch. Dann machen wir das doch ganz schnell. Und das sind drei Stück. Hallo? So, dann setzen wir hier noch einen Hangar hin. In Verbindung mit einem langen. So. War ja. Oh, Leute. So, jetzt aber. Nein, noch nicht. Jetzt aber. Gut. 23k, ich hoffe mal, die fressen mir hier nicht das ganze Zeugs weg, aber wobei, das ist eigentlich egal. Ne, ist es nicht egal. Es ist nicht egal. Die gehen hin. Die produzieren mir gar keine Festbrennstoffe. Das sollen wir die hinten wie machen. Was sollten die hier machen? Die sollen jetzt da rein Festbrennstoffe machen. Weil, es ist so, wenn ich hier kein Schwefel mehr, wenn hier der Tank, wenn hier alles voll ist, ah, egal. Die können jederzeit noch weiter produzieren, weil wenn der mal voll ist, wird alles andere nicht mehr produziert. Ah, egal. Irgendwie wird es funktionieren. So, okay, dann gehe ich hin. Wie sieht's mit dem Strom aus? Strom sieht wieder mal beschissen aus. Warum auch immer. Ich weiß nicht, wieso. Die ganze Zeit hat es wunderbar funktioniert und jetzt dann nicht mehr. Hier Alkangas, Leichtöl, Wasser. So, ihr hört mal bitte auf. Schwefel sieht gut aus. Ja. Yep.
Oh, habt ihr schon alles weggefressen? Oh, seid ihr pervers. Ja, ich muss wirklich auf Solar gehen. Ich weiß auch nicht, wie viel die Anlage bringt. Ich weiß es vielleicht ja wirklich nicht. So, okay. Das sieht gut aus. Ihr könnt ja mal ein bisschen was erforschen, ne? Denn die hier, 2500 Stück. Willst du überhaupt so viele haben? Hm. Wie viele Roboter haben wir hier? Ah, knapp 1000 Stück sind im Anflug. Oh ja, Raketentreibstoff wollte ich schon mit Leichtöl machen. Ah, verdammt. Das wollte ich auch noch. Oh, das geht ja komplett quer durch die Basis, ey. Oh, am besten irgendwie von unten. Puh. Am besten irgendwie von hier. Na, ja, Ich brauche das Leichtöl, weil ohne Leichtöl kann ich hier nichts tun. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja gut, alles klar. Dann würde ich erstmal sagen, war es das gewesen mit der Folge. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Tschüss.